Ja, meine Damen und Herren, angesichts dieses milliardenlückigen Haushaltes muss eigentlich gesagt werden, der Staat kann sich keine Bürger mehr leisten. Die Bevölkerung ist als solches unerschwinglich geworden. In Berlin wird schon debattiert, wohin mit all den Kostenfaktoren, wohin mit den Rentnern. Es werden auch immer mehr. Wo du hinsiehst, Rentnerzuwächse. Ja, unsere Rentner, die wachsen einfach so zu und vermehren sich, trotz ihres hohen Alters. Und wir haben dann die Scherereien am Hals. Sieh, manchmal habe ich schon das Gefühl, würde man das Gesamtalter in einem Tagescafé errechnen, würde das bis in die Kreidezeit zurückreichen. Ja, dann kenne ich Rentner, die absichtlich gesund leben. Ja, an sich haben die am Leben gar keinen Spaß mehr, aber um sich an der Jugend zu rächen, halten die sich gesund. Nein, also wirklich, meine Damen und Herren, um den Standort Deutschland zu retten und um die Renten zu finanzieren, da müssen noch viel radikalere Dinge greifen. Die Teilzeit, die muss noch weiter geteilt werden. Ziel ist die Bruchteilzeit, der Arbeitsplatz als Arbeitsplätzchen, an dem der Arbeiter zu knabbern hat. Sinnvoll wäre vielleicht auch das medikamentös herbeigeführte Teilzeitkoma, in dem dann der Beschäftigte zwischen dem 55. und 60. Lebensjahr partiell stillgelegt wird, quasi vorverruht, damit er dann über eine Art Sterbesplitting in den finalen Feierabend hinübergleitet. Ja, das ist ja die Solidarität, die sich die Neoliberalen wünschen. Die schreien, wir müssen zusammenrücken. Werfen wir den Ertrinkenden in einen Zementsack zu. Denn auch sie müssen lernen, ihr Päckchen zu tragen. Ne, es wird jetzt ja auch alles privatisiert. Alles wird privatisiert. Sieh, als ob das schon jemals gut ginge. Schauen Sie sich doch mal die Bahn an. Da kannst du doch beim Umsteigen froh sein, wenn du den verspäteten Zug vom Vortag erwischt. Wenn da auf einer Nebenstrecke einer sagt, er schmeißt sich vor den Zug, dann verhungert er meistens vorher. Nein, aber gut, muss man sagen, man muss eine Lanze brechen. Die Bahnaktiven sind nicht untätig. Um weiteren Reklamationen vorzubeugen, sollen ja die Sommerfahrpläne deutlich vereinfacht werden. Es wird nur noch 3 Ankunftszeiten geben im Laufe des Vormittags, vor Einbruch der Dämmerung und kann schon mal Nacht werden. Ja, oder? Die Post ist ja auch so ein Privatisierungsbeispiel. Ne? Da gibt es ja keine Postämter mehr, das sind jetzt Verkaufspunkte. Nanopartikel. Ja, und die gilt es erst einmal zu finden, diese Verkaufspunkte. Also ich habe schon mal hinterm Hackstock beim Metzger nach gefütterten Umschlägen geschaut. Ab 2012 sollen dann die Kunden ihre Briefe in den Briefkästen abholen, in die sie der Absender reingeschmissen hat. Ja, spätestens dann ist klar, was gemeint ist, wenn einer sagt, ich gebe einen Brief auf. Alles wird privatisiert, alles geht kaputt. Und ich meine, sind wir ehrlich, die Ärzte zum Beispiel, das Gesundheitswesen, die Ärzte, die sind ja schon durch die Gesundheitsreform, die sind ja jetzt schon völlig am Ende, die sind fertig. Kürzlich habe ich meinen Hausarzt in der Fußgängerzone getroffen. Da war er gestanden mit Blockflöte und Hut. Hat er gesagt, da verdient er in einer Stunde mehr als mit seiner Praxis im ganzen Monat. Obwohl er überhaupt nicht Blockflöte spielen kann. Was willst du denn noch mit solchen Leuten? Die Medizin, die ist fertig. Die Ärzte, die schwören jetzt schon einen hypothetischen Eid. Und für deinen Gynäkologen hat der Satz, ich muss jetzt Abstriche machen, ja, ganz neue. Und jetzt soll also das Gesundheitswesen privatisiert werden, zu unserem Wohl, zu uns. Aber ich meine, gut, wenn es den Hausarzt nicht mehr gibt, dann fährt man halt die 80 Kilometer in ein Versorgungszentrum. Und da sitzt dann ein Mediziner, der glotzt nicht aufs EKG, sondern auf die Gewinnkurven der Aktien. Und dann kriegst du halt statt deiner Zyste am Hals die Prostata reguliert, was sich das besser rechnet. Das ist so zynisch, das ist doch alles so zynisch. Erst das ganze System kaputt hauen und dann mit fadenscheinigen Lösungen daherkommen. Das ist so zynisch.
Das ist doch gerade mal so, wie wenn sich in Guantanamo während der Folter ein Psychologe daneben setzen darf. Der Folterer kommt mit Elektroschocks daher, der Gefolterte schreit wie am Spieß und der Psychologe sagt zu ihm: Haben Sie ein Glück, dass Sie die Stromrechnung nicht zahlen müssen?